Ein Drittel der Zuwanderung erfolgt via Flugzeug. Das hat eine kleine Anfrage meines Kollegen Holm aus der Bundestagsfraktion ergeben. Als wir die aktuellen Zahlen erfragen wollten, wurde seitens der Regierung mitgeteilt, das sei eine geheime Verschlusssache. Der nächste Schritt, Kreditkarten an Illegale. Ein festgenommener Syrer verfügte über eine anonyme Kreditkarte. Diese wurde monatlich mit 500 Euro aufgeladen. Die Europäische Kommission, das ist dieser Laden, der jetzt gerade mit den Hinterzimmerabsprachen wieder neu bestückt wird, gab zu, dass die UN und die EU diese Karten an jene Migranten verteilt haben, die das Gebiet der EU erreicht hatten. Solche Karten gab es allein im Januar rund 64.000. Der Chefsicherheitsberater des ungarischen Premiers erklärte, dass über 2 Millionen Migranten anonyme EC-Karten erhalten haben und den Gegenwert von 1,5 Milliarden Euro auf diese Weise bereits ausgegeben haben. UNHCR berichtet auf ihrer Website über die Ausgabe gefüllter Kreditkarten an sogenannte Flüchtlinge, etwa in Griechenland. Wie ein Sprecher ausführte, hören Sie bitte, werden derartige Karten auch direkt in Botswana, Sudan, Mexiko, Türkei, Libanon, Syrien verteilt. Die finanziellen Mittel dafür stammen aus dem Fonds für Asyl, Migration und Integration. Die verfehlte Politik der UN finanziert das. Die finanzieren die Vermehrung unserer Probleme hier vor Ort. Auch die EU hängt damit drin.